Der Wagen war ohne Kennzeichen unterwegs. Vor einer Stunde haben wir ihn hier gestoppt. Wissen wir schon irgendwas über den Fahrer? Mhm. Jannis Raab. Zufällig ein gesuchter Autodieb. Und der Wagen ist natürlich geklaut. Jackpot, würde ich sagen. Naja, wie man es nimmt. Wir haben ja nicht nur Raab und das Auto gefunden. Ja, von der Leiche habe ich schon gehört. Das ist nicht nur irgendeine Leiche. Wie nicht irgendeine Leiche? Schau es dir am besten selbst an. So schlimm? Ich würde eher sagen, anders. Entschuldigung. Was zur Hölle? Doch gesagt, diese Leiche ist anders. Jemand hat ihr Gesicht bandagiert wie bei einer... Wie bei einer Mumie? Wer macht denn sowas und warum? Auf jeden Fall jemand mit zu viel Verbandszeug zu Hause. Und das ist noch nicht alles. Bei der Frau wurden sämtliche Fingerkuppen abgeschliffen. Das heißt, irgendjemand versucht zu verhindern, dass wir rausbekommen, wer die Frau ist? Höchstwahrscheinlich. Aber glaubst du wirklich, der Typ Burners? Also wie ein Killer sieht er für mich nicht aus. Ja, wie sieht denn ein Mörder aus? Das Böse hat auch viele Gesichter. Stimmt natürlich. Jetzt versuchen wir der Frau erstmal ein Gesicht zu geben. Schauen Sie sich die Fotos ruhig in Ruhe an. Haben Sie das der Frau angetan? Glauben Sie mir, ich bin vieles. Aber ich bin kein Mörder. Nee. Es lag nur ganz zufälligerweise eine tote Frau im Kofferraum eines Autos, das Sie gestohlen haben. Ja, was soll ich machen? Ich bin an dem Auto vorbeigelaufen. Dachte mir, so krasse Marke. 20 bis 30 Mille kriege ich safe, wenn ich das in Polen verkaufe. 20 Mille. Oder 30. Oder 30. Ja. Sind schon Leute für weniger gestorben? Waren die Frau einfach im Weg? Nee, diesmal stand mir niemand im Weg. Es war ganz normal. Ganz normal? Ja, ganz normal. Ich habe das Auto aufgebrochen, habe die Finne entfernt, habe neue Kennzeichen dran gemacht. Nur dummerweise ist mir ein Kennzeichen runtergefallen. Deswegen haben die Bullen mich unterwegs aufgehalten. Da war keine Leiche. Obwohl... Obwohl was? Da war so eine Tasche auf dem Beifahrersitz. Mit so unnützigem Zeug. Klamotten und so ein Shit. Aber die habe ich während der Fahrt aus dem Fenster geschmissen. Wo haben Sie das Auto denn gefunden? Glauben Sie mir, Sie sind der letzte Mensch auf dieser Welt, dem ich mein Jagdrevier verraten würde. Schade. Sind das die Spurenberichte? Das ist Ihre Entscheidung. Das ist Ihr Leben. Und außerdem habe ich noch einen Anruf frei. Ich will meinen Anwalt sprechen, und zwar jetzt. Ihren Anwalt wollen Sie sprechen? Na dann bitte, der Kollege bringt Sie hin. So, ich hoffe, du hast jetzt so eine richtig geile Pointe für mich. Habe ich. Spusi-Bericht. Weder im Kofferraum noch an der Leiche waren seine DNA. Fingerabdrücke? Negativ. Wenn er es nicht war, dann... Dann stehen wir ganz am Anfang. Na, und wir wissen noch nicht mal, wie die Frau heißt. Wie sollen wir da den Mörder finden? Charlie, klingt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber eine Bekannte von mir sah genauso nach einer Schönheits-OP aus. Und ich weiß nicht, was ist, wenn all das von einer Schönheits-OP stammt? Aber dann war das auf keinen Fall eine normale OP. So viele Eingriffe macht man doch nur, wenn... Wenn man anders aussehen will. Und wer macht sowas? Menschen, die irgendwas verheimlichen wollen? Jetzt fehlt uns noch der Name. Wenn deine Theorie stimmt und die Narben tatsächlich von einer Schönheits-OP stammen, dann hat sie Implantate. Und die Implantate haben Seriennummern. Und wenn wir die Seriennummern haben, dann können wir herausfinden, welche Klinik die Implantate eingesetzt hat. Ich rufe die Gerichtsmedizin an. Die müssen gerade an der Obduktion dran sein. Alles klar, ich gebe den Kollegen Bescheid. Die sollen nach der Tasche suchen, die Raab aus dem Fenster geschmissen hat. Vielleicht haben wir ja Glück und finden sie. Schönen guten Tag. Wir sind von der Kriminalpolizei in Naserbahn, mein Kollege Ritter. Wir möchten ganz gerne mit Herrn Basler reden, dem Chef der Klinik hier. Das bin ich. Sie können jetzt in die Pause gehen. Ja, das trifft sich ja gut. Schönen guten Tag. Wir ermitteln im Mordfall einer jungen Frau. Und die Implantate, die das Opfer hatte, die haben uns zu Ihnen geführt, hier in die Klinik. Schauen Sie doch mal bitte. Mhm.
Ja, das ist Laura Lehm. Ich habe sie vor 2 Tagen hier in der Klinik operiert. Was ist denn passiert? Frau Lehm wurde gestern tot aufgefunden. Wer hat ihr das angetan? Ja, deswegen sind wir hier. Wir versuchen das rauszufinden. Wenn Sie uns ein paar Angaben machen können, wäre das sicherlich hilfreich. Natürlich. Aber allerdings war Frau Lehm eine ungewöhnliche Patientin. Was heißt ungewöhnlich? Ja, sie wollte mehr Eingriffe als gewöhnlich. Normalerweise kommen die Leute mit kleinen Wünschen. Fettabsaugung oder ein Facelifting. Aber Frau Lehm hat mich mit einer vollständigen Gesichtsrekonstruktion beauftragt. Ich habe ihr eine Rhinoplastik, Augenbrauenlifting und Wangenimplantate empfohlen. Das volle Programm. Kam mir das nicht merkwürdig vor? Das zu hinterfragen ist nicht mein Job. Wahrscheinlich interessieren Sie sich mehr für das Geld Ihrer Patienten, habe ich recht? Wir würden ganz gerne die Patientenakte der Dame sehen und auch, wie sie bezahlt hat. Gerne. Aber Sie werden darin nichts finden. Frau Lehm hat bar bezahlt. Das ist aber merkwürdig, oder? Bei freiwilligen Stimmlassoperationen zahlt die Krankenkasse nicht. Das sind Barzahlungen gar nicht so ungewöhnlich. Ich finde, bei Ihnen sind aber so ein, zwei Dinge ungewöhnlich, ja. Gibt es noch irgendwas Ungewöhnliches, was Sie uns sagen sollten? Nein. Die OP verlief ohne Komplikationen. Wobei, doch. Nach der OP hat sich Frau Lehm selbst entlassen. Sie hatte sogar noch den Verband drauf. Das passiert nicht sehr oft. Wundere mich ehrlich gesagt nicht. Denn Laura Lehm scheint nicht ihr richtiger Name zu sein. Wie meinen Sie das? Ja, anscheinend hat sie sich den Namen dieser Zahnärztin hier geborgt. Wahrscheinlich hat sie den Personalbogen hier in der Theke ausgefüllt. Dann hat sie sich nicht nur den Namen, sondern auch die Adresse geliehen. Agnesstraße 3, ja. Hey Charlie, was gibt's? Ach, das ist ja interessant. Alles klar, vielen Dank für die Info. Bis dann, ciao. In der Tasche, die Rapp gestern aus dem Auto geworfen hat, war eine Chipkarte. Die gehört zu einem Hotel. Und diese Chipkarte hat eine gewisse Julie Engelhardt eingecheckt. Nein, das ist diese Engelhardt vielleicht unser Opfer. Möglich, ja. Gut, falls Ihnen noch irgendwas Ungewöhnliches einfallen sollte, können Sie mich gerne anrufen, ja? Danke sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Runter mit dem Spray. Ganz ruhig. Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Und Sie? Wer sind Sie? Runter mit dem Spray, los. Lene Peschel. Wo ist Julie? Julie Engelhardt. Ja? Woher kennen Sie beiden sich? Das ist meine Freundin. Ist was passiert? Sie sollte eigentlich schon längst wieder hier sein. Vielleicht nehmen Sie erstmal Platz. Es tut uns sehr leid, Ihre Lebensgefährtin ist Opfer eines Verbrechens geworden. Ist sie. Ich hatte die ganze Zeit schon ein richtig schlechtes Gefühl. Wie meinen Sie das? Julie und ich, wir sind seit letztem Sommer offiziell ein Paar. Seit Monaten sind wir auf der Flucht vor diesem Scheißkerl, vor ihrem Ex-Mann Mark. Er hat einfach nicht akzeptiert, dass Julie jetzt jemand anderen hat und noch dazu eine Frau. Hat er sie bedroht? Nicht nur das. Er hat sie geschlagen. Er hat gedroht, sie umzubringen. Und egal, wo wir uns vor ihm versteckt haben, er hat uns überall wiedergefunden. Warum hat sie ihn nicht einfach angezeigt? Das wollte sie doch. Aber das hätte sich doch ewig gezogen. Sie wollte eine schnelle Lösung. Und deswegen diese Gesichtsveränderung? Ich war von Anfang an gegen die Idee. Ich wollte ins Ausland, ich wollte ganz weit weg, aber Julie meinte, das wäre der einzige Weg, um Marc für immer zu entkommen. Da hatte sie auch schon eine gute Klinik, die keine Fragen stellt. Dr. Basler. Sie kennen ihn? Sozusagen, ja. Als sich Julie an dem Abend nach der OP nicht bei mir gemeldet hat, bin ich in die Klinik gefahren. Ich habe ihn gefragt und er meinte, Julie hat sich selbst entlassen. Ich bin daraufhin zurück ins Hotel, um auf Sie zu warten. Schauen Sie mal hier. Ist das der Wagen Ihrer Freundin? Hm. Was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich denn hin? Am besten bleiben Sie erst mal hier und fahren morgen nach Hause. Wenn wir Neuigkeiten haben, dann melden wir uns bei Ihnen. Okay, ich
Ich muss mal ganz kurz ins Bad, ja? Ja, klar. Der Engel hat wahrscheinlich seiner Frau aufgelauert, hat sie gefunden, hat gesehen, wie sie die Klinik verlassen hat, hat sie umgebracht und bevor er sie verscharren konnte. Ist der Auto die dazwischen gekommen? Das ist eine Theorie. Ja, klingt mir fast so einfach. Aber mit dem Engelhardt sollten wir auf jeden Fall mal reden. Das mache ich. Das ist ja auch meine Theorie. Ich glaube da recht.